Das Mittelalter bezeichnet die ereignisreiche Zeit zwischen Antike und Renaissance. Das verfolgte jüdische Volk findet in Jesus Christus seinen Messias, den von jüdischen Propheten verkündeten Erlöser. Von ihm geht das junge Christentum aus, das sich nach einer Zeit der Verfolgung über die Jahrhunderte zur führenden Religion in Europa entwickelt. 380 nach Christi wird es zur Staatsreligion des Römischen Reiches, das im Lauf der folgenden 100 Jahre an Macht verliert und schließlich verfällt. Langsam und zielstrebig verdrängt und assimiliert das Christentum die heidnischen Religionen in Europa. Das Schulwesen entwickelt sich durch Kloster- und Domschulen, ebenso gründete man die ersten Universitäten. Die Kirchenväter, die ersten großen Lehrer der christlichen Kirche, legten die biblischen Texte aus und suchten dabei nach Vereinbarkeit mit den griechischen Lehren der Antike. Mit der Schließung der Akademie Platons im Jahre 529 wurde die griechische Philosophie letztlich verdrängt. Gegenstand des philosophischen Denkens ist von nun an die Auslegung der christlichen Lehre. Lässt sich die Existenz Gottes beweisen? Wie kann man Gott erkennen? Über den Glauben oder über die Vernunft? Dabei spielt die zweite neue Religion, der Islam, eine wichtige Rolle für die abendländische Kultur. Arabische und persische Gelehrte sammeln, bewahren und übersetzen das Wissen der antiken Philosophen und tragen es schließlich zurück nach Europa. Währenddessen verwendet man die Steine römischer Ruinen als Baumaterialien für neue Gebäude. Man errichtete immer höhere Kathedralen und holzte für ihren Gerüstbau ganze Wälder ab. Der Bischof von Rom wird zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, zum Papst, dem auch große politische Macht zukommt. Da die christliche Kirche mit dem Monotheismus den Anspruch absoluter Wahrheit vertritt und Andersdenkende für die neue Kirche eine Bedrohung darstellen, beginnt sie schon frühzeitig, diese als Ketzer und Heretiker zu verfolgen, wozu im 13. Jahrhundert die Inquisition gegründet wird.